So, herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge Pastor at Home. Wie ihr seht, bin ich zurück von der Klausur, konnte mich noch gar nicht frisch machen, auch noch nicht rasieren. Das wird alles nächste Woche kommen. Wir hatten eine geniale Zeit. Es tut so gut, mit einem Team zusammenzuarbeiten, die leidenschaftlich zusammenarbeiten und mit ihre Gaben einbringen und zusammenzustehen, zusammen zu ringen, zusammen zu beten, zusammen Dinge zu erleben in dieser Zeit. Und es ging um die Frage, wie wird die Gemeinde in 10 Jahren aussehen? Weiß natürlich keiner. Aber so, wo geht der Trend hin und wie können wir uns das vorstellen? Wie wird die nächste Zeit sein? Was wird auf die Gemeinde zukommen? Was haben wir erlebt in der Gebets- und Fastenwoche, die jetzt gerade zurückliegt? Also es waren alles so ganz wichtige Fragen. Und wie gesagt, es ist einfach toll, mit Menschen zusammenzuarbeiten, eine Gesinnung haben, die in Einheit zusammenstehen. Wir haben viel Spaß gehabt, aber natürlich auch ernst gearbeitet. Ich bin bei der Reihe Einblicke ins Leben. Wie ist meine Lebensreise verlaufen? Und dabei möchte ich so ein paar Dinge betonen und vielleicht dich ein bisschen neugierig machen, aber auch so herauszufordern, selber mal drüber nachzudenken, weil du ja auch eine Lebensreise hast und manche schon eine recht lange Reise hinter sich haben. Und ich war in der letzten Woche ein bisschen bei meinem Vater, wie er mich geprägt hat, was ich ihm zu verdanken habe. Und auch die heutige Einheit hat mit meinem Vater zu tun. Und ich starte mit einer persönlichen Frage an dich. Weißt du eigentlich, dass Gott dich liebt? Wenn du jetzt ein netter Christ bist und ein richtiger Christ bist, dann nickst du innerlich und vielleicht sitzt er zu zweit am Gerät und nickt euch zu. So tun wir das eben als Christen. Ja, das wissen wir. Das gehört zu unserem fundamentalen Glauben dazu, dass Gott uns liebt. Woher weißt du das? Erlebst du das? Das vielleicht steht in der Bibel, da hast du auch vollkommen recht, steht mehrere Male in der Bibel. Gott, der Vater, hat euch lieb, das hat Jesus auch seinen Jüngern gesagt. Aber es ist auch die Frage, wie erlebe ich das? Weiß ich das nur, weil das auf dem Papier steht und das muss ich jetzt glauben, also meinen Kopf einsetzen, meinen Verstand einsetzen, auch wenn ich das natürlich nicht verstehe, wie Gott mich lieben kann, sowas wie mich lieben kann. Aber muss ich das einfach so glauben? Wie erlebe ich das? Wie erlebst du das? Und ich habe mich gefragt, wie habe ich das zu Hause erlebt? Wie konnte mein Vater uns zeigen, dass er uns liebte? Wir wussten, dass er uns liebt. Aber er hatte wirklich seine Begrenzung, uns das zu zeigen. Er hat nicht jeden Morgen, wenn wir runterkamen, verschlafen, so uns in die Augen geguckt, hat gesagt, wie lieb habe ich dich. Und so das Letzte, was wir von ihm am Abend gehört haben, wie lieb habe ich euch alle und geht nun ins Bett. Das haben wir so nicht gehört. Ich habe mich gefragt, wie hat mein Vater uns das gezeigt? Und es gab wirklich Zeiten, wo ich das nicht gespürt habe, wo mehr die Erziehung da war und wo mehr die Strafen da waren oder auch die Verbote oder auch die Regeln, die da waren, die mir nicht so gefallen haben. Woran habe ich gemerkt, dass mein Vater mich liebt? Damals. Heute weiß ich das. Und heute weiß ich auch, dass er so seine Zeichen hatte, seine Großzügigkeit, wo er uns mit beschenkt hat und wie er sich Zeit für uns genommen hat, wie wir in die Urlaube gefahren sind. So, aber man muss das ja auch in dieser Zeit erleben. Und da hatte ich wirklich zu kämpfen. Ich bin ja der Jüngste in der Familie. Und da war so eine Doppelung. Mein Vater konnte mir das persönlich nicht so verbal ausdrücken und auch zeigen, sodass ich es verstanden hätte. Und ich kam aus einer Gemeinde, wo ich groß geworden bin. Da hatte unser Pastor, der uns auch von der Jugend an begleitet hat, er hatte so einen Lieblingsvers. Wen Gott liebt, den züchtigt er. Und darüber hat er öfter gepredigt und es hat sich bei mir so eingebrannt. Also Gott liebt uns und deshalb züchtigt er uns auch öfter, also wie immer du dieses Wort übersetzt. Und wenn Gott jemand ganz besonders lieb hat, dann züchtigt er ihn aber auch ganz besonders. Das sind also die Menschen, die große Schicksalsschläge erleben, die durch große Schwierigkeiten gehen, weil Gott sie ganz besonders lieb hat. Und ehrlich gesagt, da hatte ich nie Bock drauf. Also ich fand es gut, dass er mich einigermaßen nett fand. Und es hatte sich bei mir so eingebrannt,
dass ich gemerkt habe, in Zeiten, wo es mir gut ging, und da hatte ich eine Menge von Zeiten, wo es mir einfach gut ging und wo ich so als Teenager, als Jugendlicher mich meines Lebens erfreut habe, dass ich immer dachte, so insgeheim, Gott mag mich nicht richtig, er liebt mich nicht richtig, weil es mir zu gut geht. Weil wenn er mich lieben würde, dann würde er mich ja züchtigen. Und damit bin ich groß geworden. Und es brauchte wirklich eine ganze Zeit und erst als ich selbst Vater wurde, wir haben ja 4 Kinder, und als ich selber, also Vater für ein Kind und für mehrere Kinder wurde, habe ich gemerkt, was es heißt, sein Kind einfach zu lieben, weil es da ist. Nicht, weil es gute Noten nach Hause bringt und nicht, weil es die Aufgaben erfüllt hat, die ich ihm gesagt habe und mir das Auto immer wäscht und so weiter. Das ist nicht der Grund, warum ich es lieb habe, sondern einfach, weil es da ist. Ich bin geliebt von Gott, weil ich bin. Nicht, weil ich etwas tue, nicht, weil ich etwas leiste, sondern Gott ist vernarrt in mich, Gott liebt mich, weil ich einfach bin. Und das hat lange gebraucht. Dies wirklich, wenn man so eine andere Erfahrung hat, selbst für meinen Vater, ich habe ja gesagt, ich bin so dankbar für ihn, aber an diesem Punkt konnte er mir das damals nicht zeigen. Und gekoppelt mit den Erfahrungen aus der Gemeinde brauchte es bei mir lange Zeit, bis ich verstanden habe, was Vaterliebe ist und was die Liebe Gottes zu den Kindern Gottes ist. Denn er hat uns ja zuerst geliebt, vor allem, vor unserer Leistung, vor unseren Punkten, vor den Dingen, die wir dann getan haben. Die Liebe Gottes steht zuerst. Und das ist das, was ich dir so persönlich sage. Vielleicht bist du auch im Augenblick am Kämpfen. Fragst dich, oder die Einfallstore sind offen, dass der Teufel dich ständig versucht. Wie kannst du dich als Christ bezeichnen? Oder wie kannst du überhaupt noch glauben, dass Gott dich liebt? Ich möchte dir das so zusprechen. Und meine Hoffnung ist, dass das, was du hörst, das, was dein Verstand vielleicht jetzt irgendwo einordnet und das mir auch bestätigt, was da in der Bibel steht, dass das ein bisschen tiefer fällt auch ins Herz. Und dass du Gott vielleicht erstmal unabhängig von deinen Gefühlen, wie sie im Augenblick sind, sagst, danke, dass du mich liebst. Und danke, dass mich nichts aus dieser Liebe bringen wird. Danke, dass du zu mir stehst. Danke, dass du mir immer wieder diese Liebe zeigst, auch wenn ich mich so verhalte, dass ich eigentlich nicht liebenswert bin. Mehr möchte ich dir heute nicht sagen. Das hat bei mir noch mal ein bisschen gesessen, als ich Einblicke versucht habe zu bekommen, wie war es eigentlich damals. Wir werden Montag weitermachen. Die Lebensreise ist ja noch lang. Ich bin ja noch ganz am Anfang. Gott segne dich fürs Wochenende. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit. Und wünsche dir einfach Entspannung. Was wünsche ich dir noch? Wünsche dir, dass du wirklich zur Ruhe kommst, dass du Zeit hast für dich, für deine Familie und dass du wirklich sagst, dieses Wochenende hat mir gut getan. Gott segne dich.